4 Stunden drehen für einen 3-Minuten-Beitrag? Oder 2 Tage Anwesenheit für 30 Sekunden Sendezeit? Das ist die harte Realität von Medienauftritten. Wer letzte Woche im Kosmos des Hessischen Rundfunks war, ob auf Social Media oder tatsächlich auch auf YouTube, hat vielleicht mich gesehen. Das ist nicht mein erstes TV-Interview und weil ich ein paar Fragen dazu bekommen habe, dachte ich mir, ich rede an diesem Montag mal über den Mythos Medienauftritte. Wie kommen sie zustande? Wie läuft sowas ab? Und die wichtigste Frage: Bin ich jetzt ein Star? Spaß beiseite, ich bin immer noch Jay, Independent Escort und heute aus Berlin zugeschaltet. Jetzt erzähle ich euch mal ganz kurz, wie es zu diesen 3 TV-Auftritten kam. Oder so kurz, wie es mir möglich ist, denn wer vielleicht schon länger auf diesem Kanal ist, wird mitbekommen, dass Kurzfassen, so 3-Minuten-Videos nicht unbedingt mein Stil sind. Dafür möchte ich aufklären und unterhalten. Da braucht es einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Wenn dich das interessiert, wenn dich Escort interessiert und das Thema Sexualität, dann lass auf jeden Fall ein Abo da, hitte vielleicht auch noch die Glocke, dann kriegst du mit, wenn ich Montag und Donnerstags neue Videos veröffentliche. Wir haben eine Demokratie hier. Wir haben eine Wahl. Kann man wirklich niemandem mehr trauen? Wir labern und labern und labern. Jetzt ist die Zeit, die Demokratie zu verteidigen. Da muss man das Maul aufmachen. Am Montag, den 14. Oktober, ging ein Film online vom HR und zwar Was bewegt euch Hessen? Darin wurden 40 Menschen aus Hessen zu ihrer Meinung zu verschiedenen Themen gefragt, in der Hoffnung, dass ein Dialog zustande kommt. Das haben sie so gemacht, indem sie uns alle in einen großen Kreis gesetzt hatten und ja, Themen, Stichworte in den Raum geworfen haben. Es gab einen Moderator, aber das Ziel war natürlich, dass wir miteinander reden sollten. Ob das geglückt ist, darfst du selber herausfinden. Alle Beiträge, die ich hier erwähne, verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Heißt, du kannst dir dann selber ein Bild machen. Es gibt da auch ein Making-of dazu, was ziemlich cool auch zeigt, was hinter den Kulissen so ein bisschen vonstatten ging. Jetzt aber die Frage, wie kommt man zu so einem Projekt? Das war tatsächlich bei allen Anwesenden recht unterschiedlich. Es gab eine Casting-Agentur, die irgendwie auch Leute angefragt hat, die so in der Kartei sind. Ich persönlich bin über den Berufsverband dazu gekommen, weil eine Redakteurin beim Best angefragt hatte, ob sie vielleicht eine Sexarbeiterin haben, die in Hessen irgendwie tätig ist und da Lust hätte auf so ein Projekt. Ich habe mir das dann durchgelesen, dachte mir, ui, das klingt spannend. Ich melde mich mal, habe dann auch einige Zeit mit der Redakteurin telefoniert, ihr was von mir erzählt, von meinen Ansichten. Und dann hieß es warten, ob sich die Produktionsfirma tatsächlich nochmal bei mir meldet, um nochmal Rücksprache zu halten. Aber ich bekam dann die Nachricht, nee, es war sicher, ich bin auf jeden Fall in diesen 40 Leuten mit drin und dann hieß es nur noch warten auf den Drehtag. Das waren tatsächlich 2 Drehtage, Samstag und Sonntag, unglaublich lange Tage, unglaublich anstrengend. Ich habe wunderbare Menschen da getroffen, wir haben uns ja super kennengelernt und unterhalten, das war echt total schön. Hatten alle keine Ahnung, was denn bei uns bei diesem Projekt erwartet, denn verkauft in Anführungszeichen wurde es als Raum für alle, ein Dialogprojekt, wo Menschen miteinander in Dialog treten sollen. Wir hatten alle so verschiedene Theorien aufgestellt, von Kleingruppen etc., dass sie uns so ein bisschen zusammenwürfeln, auch im Hinblick auf unseren Hintergrund. Ich bin ja nicht binär, würde sich vielleicht eignen, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht eher konservative Ansichten hat. Mal schauen. Das war allerdings nicht der Fall. Wir sind allerdings in Kleingruppen dann zum Hauptdrehort gebracht worden. Da durften wir dann ein bisschen warten. Da entstand dann auch die eine Szene, die von mir im Making-of drin ist. Wir haben einfach geredet und da wurde mitgefilmt. Ich studiere BWL auf Deutsch und Französisch, also es ist so ein Doppelabschluss. Und ja, cool. Also hauptberuflich im Marketing, nebenberuflich bin ich Sexarbeiterin. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Machst du das bitte nochmal? Sexarbeiterin? Also ich bin im Escort und Fetisch-Escort tätig. Also ich finde das irre. Also du gehst da total offen mit um. Ne? Also das ist jetzt nicht so, hey, ich mache Marketing und ich mache noch sowas nebenbei, sondern bist ja jetzt hier frei raus. Das war wirklich nicht gestaged. Die haben einfach mitgefilmt, während wir uns unterhalten haben. Und ich beneide die Leute im Schnitt echt nicht, die sich durch das ganze Material sichten mussten. Wusste allerdings, als ja, wir diese Unterhaltung hatten und ich dann auch den Schritt gewagt habe, mich tatsächlich zu outen vor diesen fremden Menschen, dass ja, diese Sequenz mit mir als Sexarbeiterin wohl irgendwie verwurstelt werden würde und ja, ist tatsächlich auch ins Making-of gekommen. Die Unterhaltung ging noch ganz, ganz viel weiter. Die Annette hatte noch ganz tolle Fragen, auch die anderen hatten Fragen. Also es war eine sehr offene und neugierige Runde und das kam leider ein bisschen zu kurz im Making-of, dass es wirklich ein sehr wertschätzendes Gespräch war.
Wie du dir denken kannst, wurde da extrem viel rausgeschnitten. Wir haben 2 Tage lang gedreht. Wir hatten pro Thema 1 Stunde Zeit zum Diskutieren. Die ersten 2 Themen waren echt so ein bisschen Warm-up. Wir haben uns alle nicht so ganz getraut, sind nicht so in den Dialog gegangen. Es war eher so eine Aneinanderreihung von Statements. Wir hatten auch gedacht, dass vielleicht noch irgendwie Kleingruppen Sonstiges kommt, aber dafür war keine Zeit. Am 2. Tag ging es dafür auch wirklich besser in die Vollen, merkt man dann auch im Beitrag. Da ging dann auch die Diskussion riesig los, wurde aber auch viel rausgeschnitten. Ich tatsächlich hatte nicht so viel gesagt in diesen großen Runden, weil es auch zum Beispiel Themen waren, wo ich sage, da finde ich die Meinungen anderer Menschen einfach ja, relevanter als meine. Zum Beispiel zum Thema Heimat. Ja, ich hätte auch zum wiederholten Male sagen können, dass ich in Hessen nicht geboren bin und quasi von anderswo aus Deutschland komme. Und wie die eine aus dem Odenwald meinte, sie würde die Odenwälderin sein, weil sie quasi von woanders hergezogen ist. Aber da nochmal was hinzuzufügen, hätte ich jetzt nicht so als relevant erachtet, vor allem, weil wir auch ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund in der Runde hatten und ich es sehr viel ja, legitimer fand, auch da reinzuhören, was bedeutet für die Menschen Heimat und ja, wie sehen die dieses Thema. Auch vom Ganzen drumherum wurde sehr viel rausgeschnitten. Wir hatten sehr viel Wartezeit. Also man muss sagen, wir hatten sehr viel Wartezeit, was total schön war. Wir waren gut versorgt. Es gab Getränke, es gab Snacks, es gab auch eine tolle Mittagspause in der Kantine. Und wir konnten uns echt super unterhalten. Und da kamen wunderbar vertiefende Gespräche zustande, wo ich echt schade finde, dass die nicht alle aufgezeichnet wurden, weil die teilweise diese Themen, die wir angeschnitten hatten in der großen Runde, nochmal sehr viel vertieft hatten. Ich würde da schon sagen, dass wir dagegen uns selber aufstehen müssen. Also ich habe bei deinem Beitrag auch total gemerkt, dass sich da emotional bei mir total viel tut, weil ich so viele Baustellen sehe, wo wir uns einsetzen müssten. Wo ich sage, ich habe nur 24 Stunden, ich muss irgendwie meine Miete zahlen, ich möchte irgendwie gut leben und Spaß haben, aber ich will auch einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft leisten. Das ist wirklich eine Frage, wo ich regelmäßig vor dem Spiegel stehe und mir denke, hey, lebe ich so, wie ich das für richtig halte? War es das wert? Also für mich persönlich ja. Okay, ich habe 2 komplette Tage meiner Zeit sozusagen geopfert, aber es war ein Experiment, es war ein Abenteuer. Es war total schön zu sehen, wie so eine große Produktion auch tatsächlich so Backstage abläuft und ohne so zu wissen, was herauskommt. Das fand ich sehr erfrischend. Sonst ist ja immer alles so gescriptet und perfekt geplant. Und das war wirklich ein Experiment. Und alle Beteiligten vom HR haben sich auch sehr erkenntlich gezeigt, dass wir den Mut hatten und das Vertrauen gegeben haben und uns da beteiligen. Ebenfalls ein schönes Projekt gab es mit dem Bayerischen Rundfunk. Da war ich tatsächlich angefragt worden, auch über den Berufsverband, und zwar für einen Beitrag in Quer, einem Donnerstagsabends-Magazin. Ich persönlich kannte das nicht und dachte, das ist halt so eine kleine BR-Sendung, wusste nicht ganz genau, dass es doch ein bisschen größer war und wurde dann überrascht, wie viel positiven Zuspruch ich danach hatte. Heißt, ich habe ja gesagt, ohne zu wissen, wie groß diese Sendung eigentlich ist. Inzwischen weiß ich das, dass ich vorher ein bisschen recherchieren darf, weil ja, Jay und normale TV-Formate ist jetzt der Informations- oder der Wissensgehalt nicht so da. Was YouTube-Formate angeht, kenne ich mich da, glaube ich, ein bisschen besser aus, dadurch, dass ich mehr Zeit auf YouTube verbringe, als wirklich auch öffentlich-rechtliches Fernsehen zu gucken. Dann hereinspaziert ins Atelier, where the magic happens. Jay ist Sexarbeiterin. Die Oberpfälzerin zeigt uns ihre Tools und Gerätschaften. Auch der Querbeitrag war total spannend mitzuerleben, denn der Redakteur ist tatsächlich an einem Tag von München nach Berlin gereist, hat hier einen Kameramann noch mit dazu ins Boot geholt, hat dann 4 Stunden mit mir verbracht, mich interviewt. Wir haben ein paar Szenen auch so gestellt, geguckt, wo können wir denn filmen. Und dann ist er wieder nach München gereist für den Beitrag, um zu schneiden. Ein paar Tage später kam dann auch schon die Sendung live. Ich fand den Redakteur total differenziert und nuanciert, sehr bemüht, auch wirklich meine Meinung einzufangen und auch meine Perspektiven. Es ging sehr viel auch um Politik und auch sehr viel so um meine Geschichte. Aber der Hauptfokus von dem Beitrag war wirklich ein mögliches Sexkaufverbot. Und ich habe da einfach auch sehr viel Perspektive gegeben im Sinne von, warum es einfach eine schlechte Idee ist. Da habe ich ja hier auf dem Kanal auch schon ein längeres Video zu dem Thema gemacht. Was im Beitrag im Endeffekt dann allerdings rausgeschnitten wurde, weil er auch mit einer Kollegin aus Schweden gesprochen hat, wo ja dieses Verbot schon im Effekt ist sozusagen. Und ich durchaus verstehen kann, dass es mehr Sinn macht, die inhaltlich eigentlich ähnlichen Punkte, die ich sage, tatsächlich von der Frau aus Schweden ausdrücken zu lassen, weil das mehr Impact hat, wenn es von jemandem kommt, wo diese Gesetzgebung tatsächlich schon existiert. Das Ergebnis ist ein echt sehr positiver Film über mich als Escort, was ich nicht erwartet hätte und
den positiven Nebeneffekt hatte, dass tatsächlich mich auch einiges an Kundschaft durch diesen Beitrag gefunden haben, gesagt, hey, sie haben mich da gesehen, sie fanden mich total sympathisch und souverän, sie würden sich gerne mit mir treffen. Denn ja, wenn man solche Interviews gibt, schwingt natürlich immer auch ein bisschen Eigenwerbung mit. Das ist natürlich auch dem Berufsverband klar, dass wenn er die Mitglieder fragt, hey, wer ist zum Beispiel in Thüringen, wer möchte mit dem Podcast sprechen, dass jeder natürlich weiß, dass das Potenzial besteht, dass mögliche Kundschaft diese Interviews, diese Berichte lesen und dann auf einen aufmerksam werden. Was ich aber auch total legitim finde, weil es ja absolut ehrenamtliches Engagement ist, ehrenamtliche politische Arbeit. Und ich finde es total okay, dass Menschen, die dann auch ihre Zeit dafür aufbringen, um in diesen Formaten aufzutreten, dadurch auch einfach Werbung bekommen. Last but not least war ich im SWR in dem Format zur Sache Baden-Württemberg. Da ging es eine halbe Stunde lang auch um das Thema Sexkaufverbot. Und zwar war da tatsächlich auch Leni Breymeier im Plenum bzw. in dieser Diskussionsrunde und auch ein, ich glaube, Bordellbesitzer aus Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls war es ein größeres Format mit so einer Dialogrunde, aber es sollte eben auch Einspieler geben. Es gab irgendwie einen von der Rotlichtstraße in Stuttgart und es sollte eben auch einen Beitrag von mir geben. Angefragt war explizit, das sage ich hier ganz klar, ein politisches Interview. Jay ist 32, arbeitet im Marketing, ein klassischer Bürojob. Doch nach Feierabend beginnt ihr zweiter Job. Ich habe 50% der Zeit, wo der SWR dann auch das Team vom SWR bei mir war, auch über politische Sachen gesprochen, über Sexkaufverbot, habe da unglaublich schöne Sachen auch gesagt, wie ich finde, wo ich echt im Nachhinein sehr stolz auf mich war, weil ich mir dachte, hey, doch, ich habe der Sache geholfen. Und dann war es nicht drin. Ja, also es wurde sehr zusammengekürzt, was natürlich zu erwarten war. Aber was ich nicht erwartet hatte, vor allem wenn sie explizit ein politisches Interview anfragen, dass es dann komplett nur um mich geht und um mein Happy-Hooker-Leben. Denn ja, das ist ein Trope, das es in den Medien gibt. Entweder es ist so die ausgebeutete Person, die vielleicht unter Zwang arbeitet, oder es ist so der Happy-Hooker, so jemand wie ich, die halt wirklich in diesem Beruf aufgeht und extrem Spaß hat, die aber auch die negativen Seiten sieht und vor allem im Hinblick auf ein potenzielles nordisches Modell argumentiert. Aber nein, das haben sie komplett rausgekürzt. Und da war natürlich dann die Steilvorlage für die Frau Breymeier ganz, ganz toll, dass sie sagen konnte, ich bin ja nur eine von den wenigen Privilegierten und habe an sich keine Stimme in dieser Debatte. Wie ihr seht, nervt mich das trotzdem immer noch, dass das so gelaufen ist, wie es läuft. Aber auf der anderen Seite habe ich auch einen echt sehr schönen Werbefilm durch den SWR dadurch bekommen, der mir auch einiges an Zulauf gebracht hat von Menschen, die sagen, hey, wow, Jay, ich mag deine Einstellung, du kommst mir sympathisch rüber, ich möchte dich näher kennenlernen. Also für mich persönlich ein Win, aber an sich ist es ja aus einem Moment des politischen Engagements heraus passiert, deswegen war ich da doch ein bisschen frustriert. Im Gegensatz zu dem Querbeitrag, der ja auch dann doch eher so in die ähnliche Richtung ging und von mir nicht so viel politisch reingenommen hatte, aber der war zumindest eingebettet in so ein Narrativ, der war nicht nur ein einzelner Einspieler, sondern ich war so ein bisschen so die Rahmenhandlung, ich war so das Klammernarrativ in diesem Beitrag. Und da kam auch vom Berufsverband echt sehr viel positive Feedback zurück, weil ich einfach doch sehr natürlich und in Jeans und T-Shirt auch aufgetreten bin, wo sie meinten, hey, da ja, gibt es ein ganz anderes Bild in den Köpfen der Menschen, dass jemand so Girl Next Door mäßig einfach diesem Beruf nachgeht, ohne da großartig jetzt Klischeebildern zu entsprechen. Deswegen bin ich mit dem auch echt ganz happy, aber die Sache mit dem SWR liegt mir noch ein bisschen im Magen und ich hoffe, dass ich in Zukunft die Chance kriege, dass wenn ich für ein politisches Interview angefragt werde oder über den Best zu was komme, tatsächlich auch über Politik reden darf, denn unsere große Bitte ist, redet mit statt über uns. Du unterstützt diese Sache, indem du diesen Kanal schaust, indem du ihn abonnierst, indem du ein Like da lässt, indem du vielleicht auch kommentierst. Ich verlinke sämtliche Beiträge, die ich erwähnt habe, natürlich in der Beschreibung. Dann kannst du dir selber ein Bild machen und schauen, komme ich wirklich so sympathisch rüber oder vielleicht muss ich noch ein bisschen an meiner Kamerapräsenz arbeiten. Da kriege ich ja hier auf dem Kanal glücklicherweise ein bisschen Übungsstunden zusammen. Für jetzt wünsche ich dir einen wunderbar restlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.